hat dann Gewicht in der Mannschaft gewonnen. Nationaltorhüter Nummer 2 bei Marseille, zum Kapitän befördert worden von Didier Deschamps. Er sagt selber, ich bin eher ein introvertierter Typ, aber das neue Amt bringt es mit sich, muss ich mich noch mehr einbringen. Und hier muss er, Achtung, sich einbringen und er bringt sie nicht ein. Aus der Distanz, was ein Schuss, es ist Eden Hazard. Unglaubliches Ding da, zieht der einfach ab aus 30 Metern, Didier Deschamps. Der weiß auch, der muss nicht unbedingt rein. Da war auch ein bisschen Glück dabei, kann man nicht anders sagen, aber was ein tolles Tor. Ja, schauen Sie mal, 16 Meter Raum, das sind fast, ja, über 30 Meter. Und das Ding passt optimal da oben rein. Sensationell, hier, die Flugkurve, schauen Sie mal, kommt einmal runter, dann zieht er nochmal hoch, der Ball hier. Bekommt mehr oder weniger die zweite Luft und Mandanda, steht er da vielleicht ein bisschen zu weit draußen. Ich meine, wer glaubt schon, dass da einer aus über 30 Metern einfach mal anzieht. 11. Minute, das 1:0 für den Gast. 4. Saisontor für Hazard. War das ein Ding? Florent Balmont am Boden, Boutillier 31 und hier nochmal das Tor. Mit dem starken linken Fuß und das Ding hat optimal gepasst. Und in der Halbzeitpause wird er uns dann auch sagen, wie er sich so fühlt derzeit in Lille. Und was er sonst noch alles im Petto hat. Eden Hazard, die Reportage über ihn.